Hallo, freue mich, dass ihr wieder dabei seid bei einer weiteren Pilatesstunde. Heute wieder mit Boy, wie ihr sein könnt. Ja, leider noch immer online. Hätte man ja gedacht, dass wir Ende Mai eben auch starten dürfen, können. Aber irgendwie ist das jetzt doch nicht erlaubt. Deswegen dann mal einfach online weiter. Genau. Also, ich denke gleich zu Beginn wieder auf. Nehmen unseren Boy, stehen uns die Hüfte breit auf, Knie wieder ganz locker lassen, legen wir die Ellbogen wieder fest am Körper an, Schultern sind tief, Handflächen schön auf den Boy und wir drücken den Boy einmal fest zusammen und wieder locker lassen. Fest zusammendrücken und wieder locker lassen. Schön im Wechsel die Schultern, dabei tief, den Bauchnabel leicht nach innen, Scheitel schön aufrecht, also zur Decken, genau. Machen wir noch einmal und dann wieder locker lassen. Die Arme mal ausstrecken, Schultern nur immer tief lassen und den Ball nochmal fest zusammendrücken. Im Wechsel machen wir noch zwei. War letztes Mal noch. Und dann wieder aus, also die Arme beugen. Wir verlagern das Gewicht gleich aufs linke Bein. Oberkörper ein bisschen nach vorbeugen. Rechtes Bein geht nach hinten. Linkes Knie ist wieder gebeugt. Genau. Da gibt es jetzt wieder die zwei Varianten. Die etwas leichtere ist Ball in linke Hand. Oberkörper ein bisschen nach vor. Linker Arm ausstrecken. Und jetzt wieder Ball zu Knie. Also Ball in linker Hand zu rechtem Knie. Den Arm kann man auch zur Stabilisierung seitlich wegstrecken, den rechten. Wer möchte. Bisschen schwieriger ist, wenn man beide Hände am Ball gibt und einfach dieselbe macht, weil wir haben halt ein bisschen weniger zum Ausstabilisieren mit der rechten Hand, was wir sonst haben. Jeder schaut, was bei ihm passt, gut ist, wo er gut steht, gute Körperspannung halten kann und auch nicht unsauber wird. Blick ist, wie ihr eh seht, bei mir ist ein bisschen nach unten, dass der Nacken schön lang ist. Einmal noch. Und dann stellen wir es wieder ab, das Bein, wechseln die Seite, aufs rechte Bein stellen und jetzt entweder Ball in die rechte Hand und zum linken Knie im Wechsel. Oberkörper bleibt ein bisschen nach vorne gebeugt. Genau. Oder eben wieder beide Hände auf den Ball geben. Zwei bis drei, immer ganz lang machen mit der Einatmung aus. Letztes Mal. Und dann wieder abstellen. Genau, kurz auslockern. Wer möchte, wir stellen uns gleich wieder hüftbreit auf, legen den Ball auf die Oberschenkel ab, rollen langsam Wirbel für Wirbel nach unten, soweit es kommt. Und dann wieder gleich langsam aufrollen. Genau, und dann noch ein, zwei Mal. Wirklich schön Wirbel für Wirbel abrollen, den Bauchnabel dabei nach innen ziehen und den Rücken so richtig gut rund machen. Ein letztes Mal noch. Und wieder nach oben aufrollen. Genau, wieder aufrichten. Den Ball einmal in die rechte Hand geben und dann einfach zur linken und rundherum und um uns herum geben und die Ellbogen dabei möglichst gestreckt lassen. Schultern möglichst tief. Da ist man oft so geneigt, dass man die Schultern dann so aufverzirkt und dann ist es eher wieder unangenehm im Nacken. Also wieder schön tief schultern lassen. Genau, schön aufrecht stehen und der Körper ist ziemlich stabil. Also der Körper ist sozusagen die Konstante und wir dann rundherum geben uns noch den Ball. Einmal in einen Kreis, eine Umlaufbahn und dann wieder nach vorne kommen. Zur Seite noch einmal kurz dienen. Ist am Anfang immer ganz gut, ein bisschen weit, ein bisschen aufmachen. Dazu wieder den Ball fest auf dem Oberschenkel seitlich außen drucken. Andere Seite lang machen und die andere Seite auch noch. Egal wie du mit welchen das beginnt. Gute Länge und dann wieder zurückkommen. Dann sitzen wir uns gleich auf die Matte, behalten uns den Ball
Und klemmerten als erste wieder zwischen die Knie, wie wir es eh schon kennen. Wir sitzen ganz aufrecht und nehmen die Arme nach vorn, Handflächen wieder zueinander. Wir gehen nach hinten, drücken den Ball fest zusammen, den Bauchnabel fest nach innen und kommen wieder nach oben, lassen locker. Nach hinten fest zusammendrücken, wieder nach oben kommen und wieder den Ball locker lassen. Schön Wechsel. Nur zwei. Letztes Mal. Und dann wieder nach oben kommen. Den Ball nur kurz drinnen lassen zwischen die Knie. Wir verschränken die Finger so ganz. Gehen es nach vor. Schultern wieder tief. Da ist man jetzt wieder gern mit den Schultern auf zu hoch. Also Nacken lang, schultern tief. Wir gehen nach hinten. Genau. Und hinten drehen wir uns einmal ein bisschen nach rechts und ein bisschen nach links. Den Ball drücken wir gut zusammen. Wieder zur Mitte und dann aufsitzen. Nach hinten. Bauch ist ganz aktiv. Einmal rechts, einmal links. Wieder zur Mitte. Aufrichten. Genau. Jeder wieder in seinem eigenen Tempo und auch Radius. Seien es noch auch nicht ganz aufgewärmt. Das heißt wirklich einig spüren, wie weit euch zur Seite draht. Wichtig, Rumpf ist ganz stabil und der Bauch eben hart sozusagen. Bauchnabel nach innen zu. Machen wir noch ein, zwei Mal. Ein letztes Mal. Und dann wieder aufsitzen. Arme lösen, Hände wieder lösen, Ball weglegen und mal kurz nach vorbeugen. Alles locker lassen, Ball lasst einmal griffbereit. Wir legen uns wieder am Rücken, klemmen uns den Ball jetzt gleich nochmal zwischen die Knie. Arme sind wieder seitlich neben dem Körper, auf der Matte, Becken ist neutral und mit der Ausatmung wieder Wirbel für Wirbel lösen, nach oben rollen, fest den Ball zusammendrücken. Wo wir oben sind und wieder langsam abrollen und wieder weniger Druck auf den Ball. Immer im Wechsel wieder. Genau. Arme sind aktiv, drücken leicht in die Matte. Machen wir noch zweimal. Bis zu die Schulterblätter nur aufrollen, Bauchnabel leicht nach innen ziehen. Ein letztes Mal noch. Und beim letzten Mal bleiben wir wieder oben und drücken ein paar Mal im Wechsel den Ball fest zusammen mit den Knie, mit den Innenschenkel und wieder locker lassen im Wechsel. Genau. Hintern schön hochlassen dabei. Machen wir noch vier. Arme sind auch aktiv. Drei. Zwei. Letztes Mal. Und dann wieder abrollen. Den Ball geschwind rausnehmen. Einmal den unteren Rücken wieder ein bisschen lockern. Genau. Und dann klemmen wir uns den Ball gleich nochmal ein. Ja, verschränken die Finger. Geben die Hände hinter den Kopf. Legen den Kopf wieder ab. Und machen wieder mal unseren ganz basic sozusagen Chest Lift, wie er heißt. Dazu das Becken neutral lassen in der Ausgangsposition, mit der Ausatmung nach oben kommen. Das Becken ist immer neutral, wir drücken halt den Ball wieder zusammen. Einatmen, halten, aus, wieder nach hinten ablegen, im abgelegenen Zustand einatmen, also Viereratmung. Aus, nach oben, Ball fest andrücken, Spannung halten. Wieder nach unten, locker. Jeder wieder in seinem eigenen Atemrhythmus. Und wie gesagt, die Übung ist eben nicht so schnell, wie man sucht, so vom Fitness kennt, wo es immer ein aus ist, so wie diese ganzen Sit-Ups, sondern es ist mir heute einfach eins länger. Die Bauchmuskeln müssen länger angespannt bleiben und deswegen ist es immer ganz wichtig,
wie ihr besagt, den Bauchnabel nach innen zu ziehen und somit den Beckenboden ebenfalls nach innen zu ziehen und nicht auszudrücken. Genau. Machen wir noch 2 bis 3. Möglichst wenig bis gar nicht am Nacken reißen. Letztes Mal. Und dann wieder nach hinten ablegen. Wir lassen den Ball noch immer zwischen die Knie. Wir lassen dann die Hände so verschränkt. Kommen gleich nach oben. Und machen wieder mal unser seitliches Arm am Oberschenkel vorbeiführen. Übung. Dazu das Becken wieder ganz ruhig lassen. Und wir haben ja noch immer den Ball. Wir drücken den Ball wieder fest zusammen, wenn wir sozusagen nach oben kommen. Und dann darf es ihn wieder locker lassen dazwischen. Machen wir noch 3 Mal. Jetzt spüren wir es vielleicht auch schon ein bisschen in die Beine, weil wir jetzt so viele Übungen gemacht haben, wo wir immer den Ball fest zusammengedrückt haben. Vielleicht spürt ihr nichts. Kann natürlich auch sein. Wieder zur Mitte. Ablegen. Hände auseinander, den Ball jetzt einmal auseinander. Beine gern ausstrecken, was immer angenehm ist. Und einfach einmal kurz wieder auslockern. Ausstrecken. Genau. Und dann stimmen wir aber die Beine nun mal auf und geben den Ball jetzt zur Abwechslung mal in die Hände. Genau. Die Arme über Kopf. Schauen wir wieder, dass wir das Becken neutral dabei lassen. Und jetzt wieder mit der Ausatmung Kopf, Oberkörper anheben und den Ball fest gegen die Knie drücken. Einatmen, wieder absenken. Aus, nach oben, fest gegen die Knie drücken, richtig hindrucken mit Armkraft. Und ein, wieder nach hinten ablegen. Im Wechsel. Die Arme sollen eigentlich möglichst gestreckt bleiben. Ihr geht einfach dahin, wo es hinkommt, zu den Knie oder Oberschenkel, je nach Armlänge auch. Und den Bauchnabel dabei gut nach innen ziehen. Also wenn man den Druck ausüben, kann man jetzt auch ausdrucken. Wollen wir nicht, natürlich nicht. Einziehen. Zur Wirbelsäule, sozusagen, den Bauchnabel. Machen wir noch einmal. Und dann wieder nach hinten ablegen. Wir lassen gleich die Arme über Kopf, dann zweimal die Knie rechts, links absenken. Haben wir wieder eine gute Mobilisierung und vor allem eine gute Schulterdehnung. Und dann stellen wir die Beine wieder auf, strecken es gleich aus. Schließen. Wir machen jetzt noch keinen ganz Roll-Up, nur so eine Variante. Und zwar heben wir mit der Ausatmung wieder Kopf-Oberkörper an, drucken den Ball ein bisschen zusammen und heben wir mal das linke Bein hoch. Und dann wieder ablegen und dann rechts. Also ihr dürft den Ball jetzt da auf dem Oberschenkel wieder drucken, wenn ihr wollt, oder zumindest, dass es berührt. Genau. Und jetzt aber eben schauen, dass wir Länge machen. Das heißt, die Arme sind lang, so vom Gefühl, und die Beine verlängern nach unten. Alles verlängern wir davor, sozusagen. Genau, Bauchnabel wieder nach innen ziehen, das bleibt gleich. Machen wir nur 2 Mal. Letztes Mal. Und dann wieder nach hinten ablegen, den Ball einmal nach vorne holen, genau. Und dann bleiben wir gleich in der Position, geben die Arme über Kopf, jetzt ohne Ball, die Beine schließen wir, die Zehen schieben wir nur nach vorne und machen gleich wieder unseren Roll-Up, sitzen uns nach oben, öffnen halt nochmal die Arme, also gerade sitzen und dann wieder über Steißbein mit runden Rücken abrollen, genau. Immer so im Wechsel. Wichtig wieder, jeder sagt sie seine Variante, wie ich immer sage. Entweder die Arme, so wie ich es jetzt gerade habe, ausgestreckt oder eben
seitlich kurz anhalten oder vor der Brust verschränkt. Genau. Machen wir noch 1 bis 2 Roll-Ups. Und dann wieder nach hinten zurücklegen. Die Arme seitlich, Beine nochmal aufstellen. Und dann geben wir die Beine nochmal in Bankposition. Und jeder sucht sich so seine Schräge, in der es ungefähr wegstrecken kann, im Rücken anhalten kann. Wichtig ist jetzt eben, wir halten die Schräge ein bisschen. Also jetzt nicht ganz so schwierig, wenn ich mal was fast nicht mehr da halte, sondern so nicht zu viel, sag ich mal. Genau. Und wir lassen den Oberkörper jetzt zuerst liegen und dann sozusagen im Wechsel, jetzt sagst du das langsam vor, rutschen so einmal mit einem Fuß, immer mit der Fußinnenkante bis zum Knie vom anderen Bein, vom gestreckten. Also rutsch und wieder nach vor. Rutsch zurück, rutsch vor. Oberkörper bleibt jetzt nur liegen. Und wichtig ist eben jetzt, dass man nicht ins Hohlkreuz bei der Übung fällt. Bauch ist ganz aktiv. Immer im Wechsel. Genau. Und die Beine oder die Füße in dem Fall, Füße und Bein, berührt sich immer ein bisschen. Und wir halten die konstante Bauchspannung. Macht man 3, 2, letztes Mal. Und dann, wer mag, die Beine ganz kurz beugen, Finger verschränken, Hände hinter den Kopf und dieselbe Übung nur mal mit angehobenen Oberkörper. Dann ist es gleich natürlich nur viel anstrengender, weil der Oberbauch dazu kommt. Genau. Machen wir noch 4, 3, 2, letztes Mal dann und dann die Beine wieder beugen, mal abstellen, Hände wieder aus, dann nehmen wir kurz auslockern, genau, und dann wieder aufstellen die Beine. Und dann beschränken wir gleich nochmal die Finger und machen folgendermaßen. Hände hinter den Kopf. Und jetzt die Beine, ich sage so hüftbreit, Becken ist neutral. Mit der Ausatmung kommt es nach oben, soweit es geht. Dann löst man die Arme, greift so seitlich bei den Oberschenkeln wohin. Man hält sie aber nicht mit Armkraft an, sondern sozusagen man hält sie mit Rumpfkraft aufrecht. Und kippt jetzt einmal das Becken nach hinten, also Wirbelsäule auf die Matte. Und wieder nach vor, Hohlkreuz, können durchgreifen. Wieder neutral, dann erst verschränken und dann ablegen. Alles nicht länger dauert, weil ich es gekriegt habe. Also nach oben, lösen, kipp, kipp, verschränken, absenken. Nach oben kommen, kipp, kipp, bleiben, die Höhe noch halten. Und wieder absenken. Die Übung schaut noch nicht viel aus, geht aber ziemlich ein, wie ich finde. Wenn man wirklich sie mit den Bauchmuskeln hochhält und dann einmal diesen Imprint macht, wie es immer heißt, also Wirbelsäule in die Matte drucken und dann wieder Gegenteil und wieder ablegen. Machen wir noch 3 Durchgänge. Jeder in seinem eigenen Tempo. Genau, immer darauf achten, eben das Becken schön zu kippen, diese Mobilisierung vom Becken, dass man das auch gut ansteuern kann und natürlich den Oberkörper nicht abzusenken und so wenig wie es geht am Nacken nach oben reißen. Letztes Mal und dann darf es wieder nach hinten ablegen. Hände auseinander, nochmal durchatmen, alles locker lassen. Genau. Und dann nehmen wir uns gleich nochmal den Ball, danken uns unter die Fußsohlen. Genau. Und schauen, dass beide Fußsohlen, wie gesagt, gut auf dem Ball drauf sind, die Arme wieder seitlich
Und jetzt haben wir so viel wieder zusammenführende Übungen gemacht. Jetzt machen wir wieder öffnen. Wir versuchen unseren Pelvic Curl vom Anfang auf den Ball balancierend zu machen. Also einfach einmal nach oben rollen, schön balancieren und wieder schön gleichmäßig nach unten. Die Arme wieder gut einsitzen. Ganz wichtig. Genau, und wenn sie wer leicht tut, dann kann er natürlich die Arme lösen, zur Decken strecken. Dann hat man wesentlich weniger Auflagefläche zum Stabilisieren. Da ist jetzt aber wichtig, dass man nicht ausschließlich hinten auf der Wirbelsäule mittig liegt, sondern dass man tatsächlich die Schultern, eben die Schulterblätter so ein bisschen nach hinten in die Matte schiebt und dann sich so eine gleichmäßige Stabilisierungsbasis schafft sozusagen. Weil sonst ist das eher unangenehm, wenn es dann direkt auf zwei Wirbeln nur aufliegt sozusagen. Genau, also die Schultern nach hinten drucken in die Matte. Genau, und sonst sind die Arme seitlich. Auch mal noch ein letztes Mal. Genau, und wenn es geht, bleiben wir jetzt kurz um. Genau. Und dann langsam, wenn es geht, die Knie ein bisschen aufmachen. Und wieder schließen. Und wieder ein bisschen aufmachen. Das ist langsam, Schritt für Schritt und wieder schließen. Und der Hintern sollte möglichst gleich hochbleiben. Sieht mir, glaube ich, auch nicht ganz. Da sind jetzt die Arme wieder wichtig. Oberarm, Rückseite. Jeder tut es einfach nur so weit die Beine öffnen, wie es möglich ist. Ein letztes Mal noch. Und dann wieder Mitte. Langsam aufrollen, den Ball auszunehmen und die Beine auslockern. Spürt man wahrscheinlich jetzt wieder an die Beine, ich würde sagen, wir dann jetzt gleich uns das rechte Knieschnappen aufverziehen, dass wir gleich ein bisschen eine Öffnung und eine Dehnung einbringen in die Beinrückseite jetzt dann. Das ist nach der Übung ganz gut. Genau, Bein zur Decken strecken, gut. Herzchen wieder zum Rumpf. Und dann bleiben wir gleich auf der Seite, machen einen Fersenschub, dann die Arme wieder seitlich ablegen und machen wieder unsere Beinkreise mit dem rechten Bein nach innen beginnen. Gegen am Uhrzeigersinn, Bein gut gestreckt und bei jedem Kreis das Bein gut zum Rumpf herziehen. Wie Sie schon wisst, linke Ferse drückt in die Matte, machen wir noch einen Kreis und dann im Uhrzeigersinn die Richtung wechseln. Macht es lieber schön langsame große Kreise als zu schnell und dann unsauber, dass der ganze Körper wieder mitwackelt. Machen wir noch zwei. Und dann das Bein wieder beugen, ausstrecken, ablegen und gleich das andere Knie schnappen, aufverziehen. Das ist richtig angenehm, finde ich, nach der Beinübung. Und vor allem jetzt die Beinrückseite ist richtig angenehm. Genau. Länge machen. Und dann wieder mit dem Fersenschub beenden. Also mit meinem Ball auf der Seite, linke Arme seitlich. Rechte Ferse drückt wieder in die Matte und das linke Bein beginnt nach innen im Uhrzeigersinn zu kreisen, große Kreise wieder. Nur zwei. Und dann die Richtung wechseln im Uhrzeigersinn. Restlicher Körper ganz still lassen, nur zwei Kreise. Und dann wieder beugen und wieder ausstrecken, kurz auslockern. Genau. Und dann stellen wir die Beine noch einmal auf. Arme sind wieder seitlich. Wir machen nur mal was mit den Beinen. Und zwar beginnen wir nochmal mit dem rechten Bein, wie zuerst.
Wir strecken das rechte Bein zur Decken, machen so einen, keinen Fersenschub, das Gegenteil, die Zehen ausstrecken und schauen, das Becken, der Hintern ist auf der Matte und das Bein bleibt jetzt auch so nahe wie möglich am Rumpf. Jetzt haben wir gerade die Vorbereitungsübung gemacht sozusagen. Und jetzt versuchen wir wieder kleine Kreise, also wir machen zuerst mal die großen gemacht und jetzt machen wir die kleinen und die möglichst körpernahe. Also da geht es jetzt nicht darum, einen großen Kreis zu machen, sondern wirklich klein und immer wieder voll gut herziehen. Das ist so die Muskelkette, Oberschenkel, Hüftbeuger, Bauch jetzt nochmal gefordert. Genau. Machen wir noch zwei Kreise und dann wechselt die Richtung. Der restliche Körper wieder ganz still halten, wie immer, nur 3, 2, 1 und dann das Bein wieder beugen. Genau, dann wieder aufstehen, nicht ablegen jetzt. Und dann das andere Bein wieder mit Zehen ausgestreckt beginnen und nach innen zu kreisen, selbe das Prinzip wie zuerst. Genau. Kleine Kreise und schauen, wie es geht. Manchmal ist auch nicht jede Seite gleich kreisbar. Genau. Und dann einmal die andere Richtung. Noch 3, 2, letztes Mal. Bein wieder beugen, kurz auslockern. Und dann gehen wir gleich die Arme nochmal über den Kopf, die Beine in die Bankposition, die Knie schließen wir mit der Ausatmung, wieder durchstrecken die Beine, ein, wieder retour, ablegen, Beine beugen, genau, Bauchnabel nach innen, ziehen Fingerspitzen, Schirm nach vor. Machen wir noch 3. Letztes Mal. Und beim letzten Mal bleiben wir oben und machen mit die Arme schnelle kleine Auf- und Niederbewegungen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und wieder langsamer werden, die Beine beugen, nach hinten wieder ablegen, den Nacken entspannen, gerne ein bisschen hin und her schaukeln, genau, und dann lassen wir gleich die Hände auf die Knie, heben Kopf, Oberkörper an, machen einen runden Rücken und schaukeln uns nach oben in die Sitzposition, Beine mal ausstrecken und kurz alles nach vorbeugen, locker lassen, durchatmen. Und dann wieder aufsitzen. Genau. Und wenn wir jetzt sitzen, machen wir Folgendes. Wir lassen die Beine ausgestreckt. Heben, also strecken die Arme so nach vorn aus, dass so ganz lang sind, sind die Fingerspitzen und gehen ganz so nach unten. Also so, dass die Fingerspitzen die Matte berühren, aber nur die Fingerspitzen. Wir sind ganz lang sozusagen in die Arme. Und dann in dieser Position heben wir einmal das rechte Bein und einmal das linke. Also wirklich zuerst lang machen und dann drücken wir mit den Fingerspitzen in die Matte. Also ist ein Unterschied zu dem. Da hebe ich sozusagen nur das Bein an, sitze gerade und da versuche ich nur, dass ich niederdrücke. Also ich drücke die Matte nieder und durch das Bein heben. Es spürt viel mehr im Bauch. Und natürlich auch in der Schulter, aber auch im Bauch, so das Tiefe drinnen. Wenn ich es nur auflege, spiele ich auch nichts. Ich muss wirklich aktiv mit ganz langen Armen, bis ihr könnt euch zurück, kleiner, niederdrucken. Also landet euch ein bisschen mit geradem Rücken zurück und dann niederdrucken. Fest. Machen wir nur 5, 4, 3, 2, letztes Mal
Und dann wieder auflösen. Und mal kurz nach vorne beugen. Alles locker lassen. Dann wieder aufrichten. Wir nehmen uns nochmal den Ball zur Hand. Genau. Stöhnen die Beine ein bisschen auf. Also drücken wir wieder nur die Fersen zusammen in die Matte. Halten den Ball vor der Brust. Also, genau. Er schiebt den tief, Ellbogen hoch, wichtig. Ganz aufrecht wieder sitzen, bis sie zusammendrücken den Ball. Wir drehen uns wieder nach rechts zur Seite, strecken die Arme aus. Wieder beugen, andere Seite. Strecken, beugen, andere Seite. Immer im Wechsel, wie wir es eh schon kennen, dazwischen wieder voll gut. Nach oben aufrichten, Scheitel zur Decke ziehen. Immer ganz aufrecht sitzen. Und nicht vergessen, die Schultern tief und den Ball ein bisschen zusammendrücken nehmen. Dann ist es anstrengender. Machen wir noch zwei. Letztes Mal. Und dann noch einmal. Und dann wieder zur Mitte. Und einmal locker lassen. Dann mal wieder kurz auslockern. Durchatmen. Und dann behalten wir uns gleich den Ball. Lassen die Beine, ja, strecken wir es wieder ein bisschen mehr aus, würde ich sagen. Oder man kann so die Fersen so lassen. Wichtig ist, wir gehen jetzt ein bisschen nach hinten. Und zwar, ihr dürft so einen runden Rücken machen. So ein bisschen nach hinten gehen. Beine vielleicht ein bisschen öffnen. Und jeder geht zu so einem Punkt, den er noch halten kann, wo er nicht gleich nach hinten wegfällt, sozusagen. Kann auch nur ein bisschen sein. Und in der Position bleiben wir dann. Der Bauch ist ganz aktiv. Und versuchen jetzt, Ball ist in rechter Hand, einmal das rechte Bein zu heben, einmal das linke Bein zu heben. Wenn euch das jetzt total leicht fällt, dann müsst ihr ein bisschen weiter zurückgehen. Und wenn es euch nicht mehr leicht fällt, dann ist der Bauch wirklich aktiv, weil dann, boah, dann zirkt es ja wirklich ordentlich. Wenn es euch so spielerisch vorkommt, seid ihr zwei oben. Genau, jeder kann es so dosieren, die Arme sind wieder ganz lang. Genau, macht es noch 4, 3, 2, einmal noch und dann wieder nach oben kommen, jetzt spüren wir es gleich und dann wieder kurz alles locker lassen, über den Ball beugen, wer mag und durchatmen und dann rutschen wir, wie zumindest ein bisschen nach hinten. Und öffne die Beine wieder mattenbreit, also breiter wie die Matte. Und die Fersen wieder schön nach vorne schieben. Den Ball nehmen wir jetzt gleich mit. Und heute probieren wir mal, dass wir mit Hilfe vom Ball eben so ein bisschen die Arme beim Spine-Stretch nach oben anheben. Das heißt, wir sitzen in der Ausgangsposition wieder gerade, rollen, wie wir es schon kennen, den Ball nach vorne und greifen dann sozusagen den Ball und hebt ihn ein bisschen Richtung Decken an. Aber mit gestrickten Ellbogen, also nicht irgendwie so. Ellbogen bleibt gestrickt. Wieder zurücklegen. Und wieder zurückrollen und aufrichten. Und da ist eben wieder wichtig, dass der Blick schön nach unten bleibt. Also wir schauen nicht zum Ball. Nur der Scheitel schaut zum Ball. Genau. Und die Beine eben gut gestrickt, beziehungsweise die Fersen noch vorgeschoben lassen, sodass wir wieder die Länge an der Beinrückseite haben. Genau. Machen wir noch 2 bis 3 Mal. Nach vorrollen, den Ball anheben, wieder absenken, zurückrollen und wieder ganz gerade aufsitzen, wie wir sagen. Genau. Letztes Mal dann. Und beim letzten Mal bleiben wir wieder vorn wegen der Dehnung. Also wir heben zuerst den Ball noch an, legen wieder ab, rollen den Ball einmal zum rechten Fuß, zum rechten Bein, halten kurz die Dehnung, bleiben vor allem mit der linken Pobacke gleich schwer sitzen. Wechseln auf links,
Ball nach links ran. Mit der rechten Pobacke gleich schwer sitzen bleiben. Und wieder zur Mitte. Und zurück aufräumen. Einmal ganz gerade aufsitzen. Und dann wieder locker lassen. Beine schließen. Ganz auslockern. Genau. Und dann holen wir uns nochmal am Rücken. Ball mitnehmen. Und legen den Ball, Beine sind aufgestellt, Hintern angehoben. Ball unter Steißbein, dass ich es rausbringe. Genau, so dass wir gut bequem oben liegen. Arme so ein bisschen seitlich, beziehungsweise beugen wir zuerst die Knie, ist am leichtesten, und dass wir mal reinkommen. Genau, Beine zur dicken strecken. Der Ball sollte jetzt gut drin sein, sollte jetzt nicht irgendwie außerhupfen oder dass man irgendwie anstrengend halten müssen, sonst darf es einfach nur minimal nach oben schieben. Genau. Arme gern seitlich. Und jetzt probieren wir mal. Wir beginnen mit dem rechten Bein, linkes bleibt zur dicken Strick, dass wir das rechte Bein so weit es geht zur Seite absenken und wieder zurückholen. Rechts und wieder zurückholen. Und wenn wir es nach rechts absenken, dann kann man mit dem rechten Arm zum Stabilisieren fest in die Matte den Boden drücken und dann sozusagen kann man das Bein weiter zur Seite da. Wenn ich jetzt da gar nicht drücke, dann kippt die leichter um. Ups, dann bin ich gleich weg. So zum Beispiel. Wenn ich jetzt aber den Arm mitnehme aktiv, dann hilft mir der ja sozusagen, dass ich das Bein wieder zurückbringe. Und wird gleichzeitig gekräftigt. Das wollen wir ja. Genau, machen wir auf der Seite einmal. Festdrucken. Und wenn ihr euch das Gefühl habt, der Ball wandert ein wenig raus und wieder rein. Und dann wechseln wir gleich die Seite links. Und manchmal ist auch eine Seite leichter. Also da haben wir oft das Gefühl, oh, da kann das Bein weiter zur Seite kriegen. Oder weniger. Beides möglich. Genau. Atmen nicht vergessen. Rechtes Bein ganz still halten und wie gesagt, den Arm, denselben Arm vom Bein, das wir gerade bewegen, immer gut den Boden drücken. Einmal noch. Und dann darfst du die Beine wieder beugen, falls jetzt schon blutleer geworden sind. Genau, und wieder einfach kurz herunter lassen, den Ball nochmal richten, falls wäre. Und dann streckt man die Beine gleich nochmal zur Dicken. Und senken immer ein Bein ab und machen sozusagen unsere Schere mit Unterstützung vom Ball. Das heißt, der Rücken ist voll gut gestützt, kann nicht ins Hohlkreuz fallen. Vorausgesetzt natürlich, wir kippen nicht über den Ball vorn drüber, aber das ist eh klar. Genau. Und wer mag, kann jetzt nur diesen Helikopter dazu machen, den ich immer sage. Also wechseln und dann einmal im oder gegen einen Uhrzeigersinn dran das Bein, je nachdem ich es oben ist, kann so dran und wechseln. Also immer einmal wechseln, dran, wechseln, dran. Genau. Machen wir noch zweimal. Letztes Mal. Und dann wieder die Beine beugen. Ball nochmal gescheit einpfriemeln. Und nochmal die Beine, genau, kurz auslockern. Und zum Schluss machen wir noch unsere Radlform, also Tretbewegungen. Genau. Wieder, weil da der Rücken so gut gestützt ist durch den Ball. Jetzt kann man so richtig gut nach vorn treten. Also nicht jetzt nur so nach oben treten, sondern tretet nach vorn. Macht so einen großen Radius. Eine große Trittbewegung und was eigentlich noch viel spannender ist, ist das Rückwärtstreten. Genau. Weil da kriegt man so eine gute Länge dann ins Bein durch dieses nach vorschieben und so das ganze Bein dann aufholen. Also nur mit schauen, dass man sich nicht vom Ball runterschiebt, so wie ich. Genau, also schön mit langem Bein nach vorn ausholen. Genau, nur 5. 4, 3, 2, letztes Mal und dann wieder
vom Rad absteigen, die Beine auf dem Boden zurückstellen. Ja, was jetzt ganz angenehm ist, Beine jetzt ausstrecken. Lass es dann bald noch drin, wo ist. Arme ausstrecken, kannst du ja auch mal runter. Und so richtig so eine Dehnung. Also lass es alles hängen, sozusagen. Genau. Und der Ball ist meistens nicht auf der richtigen Stelle. Der stützt uns jetzt, wir liegen nur weich, aber wir machen uns auf. Also so das Ganze, was sonst mit dem Pilates immer so zusammenzirkt, wenn wir so kräftig, machen wir jetzt einmal auf. Bleiben wir ganz kurz zu liegen. Genau. Aber nur kurz, sonst sind wir nicht beim Pilates. Deswegen die Beine dann wieder aufstehen. Und den Ball auseinander. Genau. Und mal kurz zur Seite legen. Dann drehen wir uns gleich selber. Also ganz zur Seite. Ball lasst einmal griffbereit. Genau. Und Beine wieder schön geschlossen lassen. Genau. Übereinander wieder schön beginnen, beide Hüftknochen übereinander. Die obere Hand drückt in die Matte und entweder macht ihr jetzt die normalen Seitlifts, sage ich mal, die wir kennen. Dazu kann man den Arm anheben, ist eh klar. Oder wir machen, die wir schon gut kennen, können die fortgeschrittenen Seitlifts machen, wo man versucht, den Oberkörper mit anzuheben und das, der Kopf sogar in Verbindung mit dem Oberarm bleibt. Und die obere Hand drückt natürlich dann in die Matte. Machen wir noch drei. Letztes Mal und dann wieder absenken, genau. Kurz durchatmen, den Kopf, der darf jetzt sowieso liegen bleiben und dann lassen wir die Beine noch einmal geschlossen, heben sie ein bisschen nach oben weg an, öffnen, also oberes Bein geht nach hinten, unteres nach vor, Knie sind beide voll gut gestrickt, obere Hand drückt in die Matte. Und jetzt wieder beide Beine gleichzeitig so ein bisschen anheben und wieder absenken. Anheben mit den Bauchmuskeln und wieder absenken, nicht ganz, wenn es geht. Genau. Der obere Hüftknochen ist natürlich jetzt schon weiter hinten, geht gar nicht anders, ist eh klar. Und schön anheben. Gleichzeitig. Machen wir noch drei. 2. Letztes Mal. Und dann die Beine wieder schließen, absenken und dann gleich einmal beugen. Jetzt haben wir zwei Sachen gemacht, die gut unter den Rücken gingen. Deswegen jetzt gleich beugen und dann greifen wir mal mit der, lösen wir den, also legen wir den Kopf runter auf die Matte. Greifen mit beide Hände, strecken wir nach vorne aus, sodass die Handflächen übereinander liegen, sie berühren. Knie bleiben wieder geschlossen und wir machen wieder unseren Korkenzieher nach hinten schön aufmachen oder eher ist der Herzöffner. Genau. Oberer Arm ganz lang, so weit es geht, nach hinten dran, also nach hinten schauen und wieder die Hüfte natürlich nicht mit dran. Und das Knie schön geschlossen lassen. Machen wir nur zweimal. Letztes Mal. Gern kurz liegen bleiben zum Schluss. Einfach ein paar Sekunden. Schauen, dass das Knie nicht aufgeht. Schön noch schlossen lassen. Und dann wieder langsam nach vor kommen und dann die Arme wieder einholen, langsam nach oben kommen in Unterarmstütz. Dazu nehmen wir uns jetzt einmal den Ball, genau, und heute probieren wir mal Folgendes, wir gehen nach oben im Becken und sozusagen rollen den Ball dann so nach vor, Bein ist ausgestreckt, und wieder zurück. Man kann auch so nach vor rollen. Es geht eigentlich nur mehr, dass man was da hat und dass man da in der Taille hoch bleibt. Also man kann den Ball entweder so mehr nach oben rollen, das Bein ausstrecken, wieder
beugen, zurück. Nach vor und wieder zurück. Das Bein ist gar nicht arg angekommen, ihr seht. Das ist knapp über dem Boden eigentlich. Wichtig wieder, wir stützen gut auf die Schulter. Genau. Machen wir noch 2 bis 3. Einmal noch. Und dann wieder absenken. Die Seite wechseln gleich. Ball mitnehmen. Wir beginnen wieder mit den Side Lifts. Oder die Variante, also normale Side Lifts. Oder eben Variante, obere Hand drückt in Matte, Beine und Oberkörper heben sie gleichzeitig an. Machen wir noch 3. Letztes Mal. Und dann gleich wieder ablegen. Genau. Beine schlossen lassen zuerst noch, dann anheben. Oberes Bein wieder nach hinten, unteres nach vor. Und dann wieder beide Beine gleichzeitig ein bisschen nach oben anheben und wieder absenken. Nach oben anheben und absenken. Und wir halten die Beine. Wieder mit den Bauchmuskeln. Machen wir noch 2 bis 3. Und dann schließen wir es wieder. Legen es ab und beugen gleich die Beine. Nehmen wir den Kopf wieder oben vom Oberarm, beide Hände, also übereinander, Arme nach vorne ausgestreckt. Und wieder auf der Seite nach hinten rotieren, soweit ihr kommt. Genau. Knie wieder schön geschlossen lassen. Hüfte nicht mit dran. Und die gute Dehnung spüren in der Brustwirbelsäule. Aber eigentlich im Schulterbereich, im Armbereich. Machen wir noch ein letztes Mal und beim letzten Mal dann bleiben wir wieder ganz kurz hinten liegen. Ein paar Sekunden nur. Und dann wieder langsam nach vorne kommen und die Arme wieder reinholen. Gleich nach oben kommen, den Unterarm stützt. Genau. Wir schnappen uns den Ball, gehen zuerst wieder in unserem Stütz, eben, dass wir den Hintern nach oben angekommen haben. Wenn es geht, bleibt der jetzt oben. Hand ist am Ball und jetzt wieder Arm ausstrecken, Bein ausstrecken und retour. Arm ausstrecken, also lang machen, wieder retour. Genau. Atmen nicht vergessen und im Ski hoch bleiben, seitlich in der Taille. Machen wir nur 2 bis 3. Letztes Mal und dann wieder abstellen. Genau. Und dann darfst du dich einmal auf den Bauch dran. Genau. Und kurz in die Rastposition kommen, die Stirn kurz ablegen, einmal tief durchatmen, dass wir auf der Matte auch ankommen. Genau. Und dann schnappen wir uns gleich unseren Ball. Legen die Hände wieder auf den Ball drauf, beide Hände auf den Ball drauf, die Ellbogen sind gestreckt. Genau. Und jetzt machen wir nur zum Einkommen ein paar Mal unser Oberkörper anheben, wie wir es jetzt eh schon ein paar Mal gemacht haben in die Stunden, und wieder absenken. Da geht es wieder jetzt nur, dass wir ein bisschen so die Mobilität in der Wirbelsäule kriegen, diese Streckung in die andere Richtung. Genau. Einfach nur ein paar Mal auf und nieder. Und dann sorgt euch gleich die Mittelposition sozusagen, nicht ganz hoch, nicht ganz tief,
Bauchnabel zur Vorbereitung fest nach innen ziehen. Und dann beginnen wir mal, dass wir im Wechsel einmal das rechte Bein so weit es geht anheben und einmal das linke. Schauen, dass es nicht zu sehr ins Hohlkreuz kippt. Und wer kann und mag, kann natürlich beide Beine lösen und die schnelle Swimming, wie wir immer dazu sagen, mit den Beinen in der Luft machen. Also jeder schaut einfach, wie es ist von der Wirbelsäule her, vom Hohlkreuz her. Genau, Blick bleibt in jedem Fall nach unten. Nacken ist lang. Nur 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wieder langsamer werden. Beine ablegen, Hände lösen. Ebenfalls ablegen, Stirn zurücklegen. Und nochmal kurzes Locker lassen. Genau. Der Yoga-Hund ist auch aufgestanden. Und als nächstes greifen wir gleich nochmal mit den Händen auf den Ball. Haben wir wieder die gute Schulterdehnung. Heben gleich nochmal das Brustbein ein bisschen nach oben an. Und heute probieren wir mal, dass wir den rechten Arm lösen. Linke Hand bleibt auf dem Ball. Und das linke Bein anheben. Also sozusagen statisch, aber mit Ball unsere eben Swimming-Bewegungen im ganzen Körper machen. Und eben schauen, dass wir gut mit einer Hand immer den Ball niederdrucken, den Ball flach halten. Und zwar wieder natürlich nicht aus dem Handgelenk drucken, sondern aus dem Oberkörper, aus der Brust, aus der Schulter. Also wir drucken sozusagen, die Arme sind die Verlängerung vom Rumpf und die Beine ebenfalls und wir ziehen uns auseinander. Also bildlich steht vor euch, wer hinter euch und zieht euch so richtig lang. Genau. Machen wir noch 3, 2, letztes Mal. Und dann wieder auslassen. Genau. Und dann sitzen wir uns gleich nach hinten in die Rastposition. Haben wir uns sehr stark aufgebogen. Wieder ausgleichen. Fersensitz durchatmen. Rücken ganz rund machen. Und dann wieder nach oben kommen. Im Vierfüßlerstand. Kurz jeder. Zweimal ungefähr einen ordentlichen Katzenbuckel. Und dann wieder am Pferderücken zum Ausgleichen. Und dann wieder zur Mitte zurückkommen. Wir schnappen uns den Ball, klemmen uns zwischen die Knie. So sehen wir uns einer. Wir kommen immer wieder in Vierfüßlerstand. Genau. Stellen die Zehen ja wieder auf. Genau. Und drucken jetzt, also lösen die Knie ein bisschen, drucken den Ball zusammen und schieben, wenn es geht, den Hintern wieder zur Decke und nicht ganz zurückstellen. Im Wechsel. Also einmal durchstrecken, Fersen Richtung Matte schieben und wieder beugen. Durchstrecken und wieder beugen. Genau. Den Ball ein bisschen zusammendrucken, dabei macht man nur 2. Und dann wieder zurück sitzen, sozusagen den Ball gleich lassen, wo er ist. Wir beugen uns einfach über den Ball drüber. Kurz durchatmen wieder. Und dann nach oben kommen. Den Ball einmal weglegen und dann nochmal in Vierfüßlerstand kommen. Und da machen wir jetzt entweder bleiben im Vierfüßlerstand und strecken das rechte Bein nach hinten aus, wieder Bauchnabel gut nach innen ziehen und dann sozusagen das rechte Bein einfach auf und nieder bewegen. Bein, Zehenspitze zirkt nach hinten, ganz langes Bein, Scheitel nach vorn, gut stützen. Die bisschen schwierigere Variante ist, man macht einen Stütz und macht es sozusagen im Stütz
Blick eher nach unten lassen. Jeder sozusagen sucht sich einfach seine Variante. Und also man kann es dann links auch wieder entweder im abgeknieten Zustand oder eben ausgestreckt. Machen wir nur 5, 4, 3, 2. Letztes Mal. Und dann wieder knien, wer es noch nicht tut. Und nochmal nach hinten sitzen. Und die Handgelenke jetzt auch lockern, bewegen, ausgleichen. Genau. Und dann wieder langsam nach oben kommen. Schultern so ein bisschen nach hinten kreisen. Und dann zum Schluss sitzen wir uns noch einmal auf die Matte. Strecken die Beine aus, machen einen Fersenschub. Strecken die Arme seitlich weg, ganz aktiv. Und gehen jetzt sozusagen genau in der Linie nach unten, bleiben mit beide Pobacken gleich schwer sitzen und beugen uns noch einmal so weit es geht zur Seite. Man kann den Ellbogen auch beugen, man muss dann aber schauen, dass der Abstand zwischen Schulter und Ohr bleibt. Genau. Und dann löst man es wieder auf, geht über die Mitte zur anderen Seite. Und dort auch wieder mit der gegenüberliegenden Pobacke gleich schwer sitzen bleiben. Und dann wieder auflösen. Einmal nur noch vorbeugen. Jeder so weit er kann. Da hingreifen, wo es hinkommt, locker, ohne dass es weh tut, aber dass er Dehnung an der Beinrückseite spürt. Nacken ist ganz locker, Blick nach unten und dann wieder langsam aufrichten. Genau, wir kommen in die Hocke, Beine gestreckt und rollen gleich im Arm Wirbel für Wirbel nach oben und richten uns wieder auf. Schulter noch einmal ein bisschen auslockern. Genau, und jetzt gut gekräftigt in den Tag starten. Ich wünsche euch einen schönen Tag, wie gesagt, und ja, danke fürs Mitmachen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!